Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dynasty Warriors PSP. Heute starten wir mit der Waystory, nachdem wir im letzten Part uns durch das Labyrinth der Steinen Wächter durchgekämpft haben mit Jotai, sowie in den Zitterpartie, wieder sehr knapp mit der Zeit. Wie gesagt, Hauptschwierigkeit in dem Spiel ist die Zeit. So, heute spielen wir mit Way. Und zwar mit niemand anderen als Inje. Zhao Ren. Richtig guter Charakter. Und natürlich fängt es wieder an mit Gelbe Turban, Hulao-Tor. Und dann kommen drei Way-exklusive Schlachten. Was wollt ihr euch? Gehört dazu. Wird auch das letzte Mal durch sein. Ja, wobei, wenn ich Wins Schau-Story müssen wir, glaube ich, auch nochmal da durch. Naja. Geht halt nicht anders, ne? Korruption und interne Machtkämpfe führten zum Niedergang der als ehrwürdigen Herrschaft der Han. Gewalttätige Aufstände im gesamten Land zeugten von der schwindenden Kontrolle des Hofes. Zheng Zhao, Begründer der Sekte Weg des Friedens, schaute die Unzufriedenen um sich und rief zur Aufruhr auf, der später als Aufstände der Gelben Turban bekannt wurde. Die Bewegung der Gelben Turban breitete sich rasch im gesamten Land aus und ließ sich nicht mehr aufhalten. Der Hof stellte ein Strafbataillon unter Befehl He Jins auf, um die Revolte niederzuschlagen. Kaiserlichen Truppen und die Rebellen standen vor einer Großoffensive mit Hunderttausenden von Soldaten. Auf diesen Schlachtfeldern wurden die Helden geboren, die später die Geschichte des Landes beeinflussen sollten. Ja. Ich lese immer noch mal vor, für die anderen Parts nicht gesehen haben. 25 hast du nur? What? Gott. Zhao Ren kann kaum Leute mitnehmen. Mit anderen Worten. Ich kotze im Strahl, wir können den Dicken mitnehmen. Oh. Irgendwie will ich ihn nicht. Das bekommt. Oh, Pang De! Yo! Pang De und Zhao Ren. Ja, da haben sie ja zwei gefunden. Mögen sich auch. Apropos, die mögen sich. Wo ist eigentlich Newton? Hi. Kann ich mal nur mitnehmen, ne? Ha, das Schöne ist, Wei hat echt viele Offizier zur Auswahl. Hier haben wir echt viel. Xinbi, Shao Wei, Newton, Liu Yi. Können wir alle mitnehmen? Was super gut ist. Zhu Ling. Komm, nehmen wir Zhu Ling mal mit. Können wir noch einen Vierer nehmen und dann halt Chao Mao wieder. Das wäre eine Möglichkeit. Ma Sun können wir mitnehmen. Oder Chao Ren. Wir nehmen Ma Sun mit. Das war mal eine Zeit der Befehlshaber von Jiang Wei. Tian Shui Lucio also. Na gut. Okidoki. Sehen wir endlich mal Pang De, ne? Jetzt hätten wir hier als Gegner, komischerweise. Ja gut, hier brauchen wir gar nicht gucken, da ändert sich nichts. Feindliches HQ muss besetzt werden. Unser HQ darf nicht verloren gehen. Wird eh nicht passieren. Weil das ist der Aufstand der gelben Turbane. Hier ist es noch alles chillig. Let's go. Zhao Ren. Neuer Charakter, neues Glück. Jetzt habt ihr einen Anfeuern plus plus, Erholung, Schlag. Okay. Schlag ist nicht schlecht. Ja, und das Coole war Zhao Ren ist der Angriff hier. Lieb, Mann. Ist jemand hier ein Element? Sah aus wie Feuer. Eine Umarmung, bitte. Ist auch so ein lustiger Angriff. Eine Umarmung. Und der Grab. Bam. Hat er noch den? Wir haben auch durch Pang De, glaube ich, mehr Range bekommen, was super gut ist, weil Zhao Ren hat nicht so viel Range. Aber er hat halt diese komische Super-Armor, ne? Das war das Coole bei ihm. Wow. Das war wild. Schießt aus dem Schild. Das ist sein Aerial. Oder auch nicht. Mich verguckt. Ist das jetzt das Feuerelement oder nicht? Weil eigentlich hat er auch Klingen abgeschossen, oder nicht? Vielleicht verwechsel ich das mit Dice Warriors 5. Dem Spiel ich ja mehr vertraut als mit dem vierten Teil.
Generell bin ich am meisten mit 5 und 3 vertraut, für die, die es interessiert. Yan Zheng, ja, wo ist der denn? Einmal umarmen, bitte. Oh, Freeax. Zorin hat alle lieb. Bam, bam, bam. Soll vielleicht die andere Karte aktivieren, damit ich auch die Gegner sehe. Wo die spawnen. Aber ohne die Karte ist ja basically unplayable. Ist ja ein reines Guessing-Game dann. Tja, Yan Zheng, da guckst du mal. Vor deinen Augen abgeschlachtet. Wie Dian Wei sagen würde, den habe ich abgeschlachtet. Dein 2 ist 3. Tiu, 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 tiu. Ist kein Bogenschütze, aber er ist ein Schild, Feuer, Projektil, Energie, Magie, Schütze, ja. Gute Nacht, ne? Zauren halt. Seinen komischen Stachelhelm. Sehr seltsames Outfit. Gefällt mir wirklich aus, die wir finden, ja. Naja, sieht trotzdem cool aus. Außer der Helm, der ist ein bisschen speziell. Wir haben das feindliche Gebiet eingenommen. Apropos speziell. Pang D. Das sieht wirklich speziell aus. In dem Spiel. Das wäre noch in Xiliang oder so. Vor Xiliang jetzt mal Tenga, nicht als Offizier, weiß ich nicht. Vernichtet sie auf einen Schlag. Auf einen Schlag wird es, glaube ich, schwierig zu rennen. But I try my best. Ein Dark 2. Yijin, ey. Doch, wie so ein Tyrann. Oder Yijin. Ne? Der Rechtschreibfehler am Anfang. Wir haben es ja wieder gelesen. Hier entkommt mir nicht. Flum, flum, flum. Schau mich an. Stolz auf mich, dass ich den Bogen verwende. Wie du es mir beigebracht hast. Halt die Fresse. Okay. Ich war jetzt jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das war nicht nett. Schau, Johann. Was soll das? Auf dem Pferd ist Zauren leider nicht gut. Aber on ground. Er ist so ein kleiner Gartenzwerg, aber er fetzt alles weg, ey. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn wir Upgrade bekommen. Zweite Waffe. Müssen wir jetzt gleich bekommen, oder? Nee. Weil die gelben Tour waren halt keine Erfahrungspunkte geben, leider. Und ich glaube, irgendwer hat sogar Growth schon erhöht, trotzdem. Nichts zu machen. Oh, der steckt auch so gut, ne, von Zorn. Will jemand Umarmung? Ihr wollt eine Umarmung. Da. Boah. Das ist so ein krasser Wrestling-Move, ey. Sieht so geil aus, ey. Ja, Zauren ist ein sehr starker Charakter. Jetzt gedacht. Irgendwie alle neuen Charaktere sind komplett stark. Aber ich finde, von denen ist Zhou Tai der Beste, wenn man ihn selber spielt. Das Gegner ist Zauren der Gefährlichste, finde ich. Weil Zhou Tai als Gegner auch gefährlich sein kann. Vor allem, ich glaube, der hat auch Vopal-Element. Cheng Yuanzi, wo bist du? Hat er mir eigentlich ein Pferd gegeben? I mean, I take it. Geht das ja erst ein bisschen schneller. Fium, fium, fium. Quaguan Yu, ich kann Projektile schießen, bin ich nicht cool? Das ist nicht ehrenhaft. Mir scheißegal, was es ist. Das ist aber cool. Fakt ist, du kannst es nicht. Kommt der Neid raus, ne, ehrlich ist. Boah, er schleudert so ganz langsam Luft und dann kommt er instant hinterher. Er täuscht schon so an, als wäre er voll langsam und dann... So witzig. Zauren, ey. Ein lustiger Charakter. Umarmung hat er. Er hat einfach alles. Man hat ihn alles zu geben.
Wir haben das feindliche Gebiet eingenommen. Seven Pose immer macht, yeah, I'm the best. So nach dem Motto. Ich kann sie immer noch nicht auf einen Schlag vernichten, sorry. So, oh, Pangdi, du bist so krass. Jetzt so ein starker Charakter in Dynasty Warriors 5. Aber hier? Ja. Was witzig, habe ich euch beim Ping, Ling Chung und Pangdi gezeigt. Das Unteroffizier mit dem uniken Charakterporträt. Das war mir auch wichtig. Weil es in Volume 2 ja so nicht geht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Gehen wir schon hier hin. Den Wu-Truppen kann ich immer noch helfen. Der Musu ist auch so stark. Aber Zauren ist wirklich eine Maschine. Anfeuern war nicht verkehrt, oder? Die werden aber auch sehr lange durchhalten, leider. Oh nee! Ja, Power zum Gegner im gesamten Spiel. Ich hasse die. Schlimmer als Bogenschützen, Leute. Die natürlich ausgerechnetes Eiselement haben müssen. Schlimmste, was es gibt. Aber wenn du eigene Form ist, nimmst du auch mehr Schaden und die können dich komplett zerstören, ne? Viele Gegner in Nähe sind. Level 5, halbe Miete geschafft. Mit Zauren. Ja, aber du! Naja, vom wegen. Hätte ich nicht so eine gute Dash-Attack wie die von Zauren, hätten sie mich wieder eingefroren. Die blöden Magierin. Gleich mal Schlag Plus probieren. Hat er so eine gute Fähigkeit? Eindrucksvoll! Das Erdbeben ist auch so cool. Schlag Plus 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 Plus, das sogar. Warum gibt man mal so eine Fähigkeit? Naja. Doppelter Angriff! Doppelter Spaß! Absolut broken, wie ihr seht. Jetzt hier mir gelernt sein. Ne, schöne Eismagie. Und dann nicht treffen. Ihr seid mir die richtigen. Habt schon das overpowerte Eiselement und trefft nicht. Seid ihr denn für welche? Ich liebe Dashtag, eine kurzen Dashtags im Spiel. Was ist der eigentlich immer Level 5? Mr. Dynasty Warriors 9, ey. Nenn ihn mal Mr. Dynasty Warriors 9. Keine Ahnung, der kam in Warriors All-Stars und sagte sich so, haha, ich komme in Dynasty Warriors 9. Ihr wisst schon, ein Charakter von Dynasty Warriors 9 der neu ist. Ich bin Joe Tsang. Deswegen ist er Mr. Dynasty Warriors 9. Für mich. Bonk. Na, wer jetzt noch eine Runde? Nee? Schade. Schon von Yan Zheng. Na gut. Probieren wir es mal. Mit Gemütlichkeit. Ich hoffe, Wu schafft es alleine. Heute halt meine andere Route einschlagen, Leute. Die Game Tour waren jetzt immer gleich gespielt. Auch mal eine ganz andere Route einschlagen. Vielleicht ein paar andere Maps auch. Das sieht so brutal aus, ey. Egal, ob es Xuxu ist, er grabbt ihn und schmeißt ihn volle Wucht auf den Boden. Kann sogar Xuxu grabben. So stark ist Zauren. Krasser Typ, oder?
erinnert mich vom Gesicht ein bisschen an Cranwell. Das Advance Wars. Aber nur ein bisschen. Ich glaube, ich habe gar nicht einen Munaga. Voll schade. Ich habe hier nicht alle Charaktere, was übelst random ist, weil man die Samurai Warriors kriegt. Glück hast, kriegst du einen davon, wenn nicht, dann nicht. Ich habe das Spiel ja wirklich gesucht. Ich habe bei weitem nicht alle Samurai Warriors. Das war echt scheiße. Naja. Whatever. Jetzt habe ich trotzdem jede Schlacht. 100%. Von daher. Soll es doch ganz fein gehen. In Dynasty Warriors Volume 2, im zweiten PSP-Spiel, habe ich euch wirklich alles gezeigt. Alle Charaktere freigespielt, jeden Charakter einmal benutzt. Komplett Biografie mit allen Kombos. Da habt ihr so ausführlich, wie es nur geht. Schafft Swords oder was gegen Zheng Liang? Keine Ahnung, ich nehme auf jeden Fall noch das Lager da ein. Sun Jian schafft es ja nicht. Der Hong. Oh. Sun Jian. War nicht so gemeint. Da hat er wieder den Tiger rausgelassen, ey. Ich werde dich aufhalten. Ja, Sun Jian geht einen ganz anderen Weg. Ich höre es vor, Slam. Warum regnet es hier jetzt random? Sehr interessant. Random Regen in dem Gebiet. Hallo. Is it me you're looking for? So. Fium, 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 fium. Ich wusste es doch, Dynasty Warriors ist ein Shooter, Leute. Ja, Shooter. Ja, das Traum ist, Dynasty Warriors 7 und 8 haben Dynasty Warriors wirklich zum Shooter gemacht. Ich sag's euch, wie es ist. So viele Abschnitte, wo man ballistisch steuert. Einfach nur ballern muss, wie als wäre es Call of Duty. Also so dumm. Ich sag ja, Dynasty Warriors 7 und 8 sind schrecklich. Nichts mehr mit diesen Teilen zu tun. Und 9 sowieso. 9 zähle ich nicht mal als Dynasty Warriors Teil. Komm her! Flimp! Ich hab das feindliche Gebiet eingenommen. So. Jetzt mal zu ihm möchte gern. Hier. Da kommt eh hier hin, oder? Damit es fertig ist mit seinem Quatsch. Schön, dass wir extra Reichweite haben. Liebe ich. Oh, Bianxi, einer wenigen gelben Turban, die sich später Wei angeschlossen haben, actually. Ich glaube, Bianxi ist auch gestorben bei Guan Yus Flucht. Da hat er nämlich so ein Tor bewacht und Guan Yu, naja. Kurzer Prozess gemacht, sag ich mal so. Okay. Elfte weg. Ein Grab. Ich kann euch sagen, der dritte Waffenfinisher ist nicht so geil. Ist nicht schlecht, aber hat zu viel Lag. Aber damit müssen wir einen Schuss mehr haben. Deswegen will ich ihn haben. Hammerattacke! Oh nee, warum leuchten die so? Das gefällt mir absolut nicht. Zheng Liang, hoch mit dir. Bam. So, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. This shit is over. Ja. Unser Feldherr ist unübertrefflich. Na, war es gut imitiert von der Stimme? Ich denke schon. Und komm her. Muss meine Wrestling-Moves verbessern.
Boah, sieht so heftig aus, voll gegen die Wand. Brutal. Brutal als Doom, Leute. Heiji und Cheng Yuanzi, okay. Das wird nervig. Noch kein Gebrüll, nichts. Ich weiß aber, was war. Schlag plus plus. Da hat Heiji richtig Bock drauf. Merkt man, ne? Boah, ist das stark, ey. Also Schlag plus plus ist ja lächerlich overtuned. Ist halt doppelter Angriff. Das ist die erste Mission. Erste Schlacht. Toll. Das ist die Moral bei den Gegnern nur auf 4 und es dauert halt ewig, ne, bis wir die vernichten. Jebel, das ist alles deine Schuld, ey. Gegen dich hätte ich auch hohe Moral. Yo! Ist halt wie Dash Attack, nur mit mehr Lag. Yo! Hier komm ich ins Tor rein. Ram Attack! Hans, Dampf, Rams, alles weg. Das ist wie so ein Dampfwalz, ey. Ich weiß nicht, ob man sogar damit blockt. Ich glaube schon. Der jetzt geschossen hätte, damit nicht unterbrochen. Zorin ist ja sowieso der Super-Armor-König. Kommst du nicht lang? Jetzt will ich hier ein Kombo-Video aufnehmen, ist so traurig. Ich bin 24-7 gerade am Trollen, ey. Hopp, hang die Level 5, nice. Oh, Leute, ey, es dauert so lange. Mit der Moral. Weil ich hier so viel Moral hatte. Du bist mein neues Opfer. Ich sagte, du bist mein neues Opfer. Oh, ich hasse mein Leben. Oh. Ich wollte jetzt einen nur einen Fallmusu machen. Damit es doch dreister wird. Jämmerliche Sterblich, wie ihr das wahre Wesen der Natur nicht verstanden. Ich werde den Zorn des Himmels über euch hinabfallen lassen. Du hast sie einfach nur bei Geysiren stationiert. Das hat mit dem Zorn des Himmels nicht viel zu tun. Oh, Hitbox, Leute, was ist das? Sie da ist wohl jetzt 4 Beta-Hitbox. So, ihr kleinen Nichtskönner. Ja, wir können nichts, aber die Geysire dafür. Geysire carryen uns. Geysire werden die Schlacht gewinnen. Die Geysire werden China kontrollieren. Hahaha. Spüre die Macht des Himmels. Ihr seid auf Steine. Armbrüste bei gelbe Turbane. Sind wir auch selten. Ist wirklich selten. Nein. Ja. Oh, und der nächste Arbalest. Warum diese 4 Arbalesten? Die Turbane waren technisch nicht so bewandert. Außer da ist zwar erst 9, erinnere ich mich, muss man auch irgendwelche Arbalesten durch zerstören bei gelben Turbanen oder so. Das ist so dumm. Oder waren das die Altäre? Tja, egal was war, ist einfach nur scheiße. Wie alles an Nice Warriors 9. Eindrucksvoll. Ja, liebe. Kannst ja ein bisschen was abschneiden, ne? Deinen Schwurbrüder. So ein Zauren kommt hier nicht mit. Sei bitte Wahrheit. Du musst von den Geistern fernhalten. Ich hab Lust auf den Dude. Na, erstmal mal den. Erholung.
Erholung, nur um wieder nicht erholt zu sein. Toll, ne? Lieben wir. Ja, Zheng Zhao, das war's wohl. Zheng Zhao ist erledigt. Und damit auch die Game Tour waren. Die werden wir wahrscheinlich nur bei Yuan Shao wiedersehen. Und natürlich, wenn wir sie selbst spielen. Zheng Zhao Story Modus. Gibt dann nur Zheng Zhao, Yuan Shao, Wu / Dong Zhu und Meng Huo. 4 Story Modi noch. Das ist einiges. Naja. Gott, die Victory Animations, die Curse. Wie er da zittert und alles. Na gut. Wir bekommen Pang Di, Zhu Ling, Ma Sun, Shao Ma, Wen Shou, Xin Qi, mehr nicht. Oh. Schwach. Einfach nur schwach. Ja, beim nächsten Mal Hulao Tor. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du draufklicken. Da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao!